Wir rutschen in Gruppe 3 mit Mainz 05 gegen den VfL Osnabrück und wollen einen kurzen Exkurs machen in die Achtelfinals. Die ersten vier müssten feststehen. Wir nehmen ganz kurz noch das 1:0 der Mainzer mit. Torschütze muss ich einmal rumdrehen, dann haben wir die Rückennummer. So, Erkan Igibil war es. Also machen wir nochmal 15 Sekunden 1:0 Führung für die Mainzer. Also ganz kurz. Das alles ohne Gewehr, erstmal von hier per Hand ausgerechnet. Wir müssten gleich erwarten. Dortmund, Bielefeld. Die Mühlis gegen den Hamburger Sportverein. Jetzt kommt Bayern gegen Leipzig und Stuttgart gegen Köln. Das heißt, das Favoritensterben wird sofort im Achtelfinale losgehen, weil wir auf ganz, ganz tolle Paarungen treffen werden. Das, wie gesagt, noch etwas ohne Gewehr, aber es müssen die kommenden Duelle sein, auf die wir uns jetzt schon freuen dürfen. Jetzt aber ab ins Spiel und unterschiedlicher könnten Vorzeichen kaum sein. Die Mainz haben mit einem starken Auftritt gutes Spiel gemacht gegen Nürnberg, knapp verloren mit 3:2. Das zweite Spiel dann gegen starke Wolfsburger, 2:0 gewonnen. Osnabrück dagegen mit einem ersten Turniertag zum Vergessen. 0:7 gegen Wolfsburg, 3:6 gegen Nürnberg. In 2 Spielen 13 Gegentore gefangen. Natürlich zu viel für den Tabellenführer der Landesliga. Noch jetzt der frühe Rückstand gegen Mainz 05. Zum 5. Mal dabei die Mainzer. Die konnten das Turnier vor 2 Jahren das erste Mal gewinnen. Gleich mit der ersten Finalteilnahme. Die Osnabrücker zum 16. Mal dabei. Noch ohne Finaleinzug. Größter Erfolg vor 4 Jahren. War mal der Einzug ins Halbfinale. So, quergelegt hier von Hakim Traoré. Glaube ich, mit einer Kette spielt, mit einer Halskette. Sollte das Schiedsrichter Schäffer hier von Duisburg ansehen, dürfte das die gelbe Karte nach sich ziehen. Auch in der Halle jeglicher Spruch verboten. Das Ganze natürlich zur Sicherheit. So, jetzt mit 2 Stoß. 4:1:5 noch Foulspiel an Erkan Igibil. Den Torschützen zum 1:0 für 1:5. Letzter Schussversuch, aber Dennis Gillig, auch ein schöner Rückenkern entzogen. Blockt den Ball da mit dem Rückgrat ab. Gesetzt hier Jakob Luis. Jetzt die große Chance, aber da war Maximilian Volz im Tor der Osnabrücker zur Stelle. Versuch.
Und das ist der Ausgleich für die Osnabrücker. Torschütze Christopher Klaas. Heute natürlich für die Niederweißen. Die Mainzer ja hier mit einer starken Mannschaft angetreten. Drei aktive Nationalspieler. Oskar Schönfelder, Mave, Papela und Erkan Ibel. Auch ja. Für die U16 Deutschlands unterwegs. Jetzt aber die Osnabrücker. Das Abschluss aus der Drehung hier von Marcel Mansfeld. Und jetzt der Treffer für Mainz 05 und das ist Nationalspieler Malve Papela, der hier für seinen Anschluss sorgt. 1-2. Gute Aktion und fast das Kopfballtor. Doppel-Großchance für die Mainzer. Finis Bonyanga. Und dann im Nachversuch Jakob Luis mit dem Versuch. Eine knappe Führung für den Landesligisten gegen den Regionalligisten. Die Mainzer Tabellenzweiter. 11 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Sind nur 2 Punkte in der Spitzenreiter der U17 von Elversberg. Also noch volle Meisterschaftsrennen dabei. Thank you.
ich nochmal Ball behauptet und Freistoß rausgeholt. Jetzt zu den Tatort. Dort Verlegung dieses Freistoß. Ball noch nicht freigegeben. Versuch geblockt, wieder Ballbesitz für Osnabrück. 4,5 Minuten vor Ende dieser Partie. Das war klasse gedreht, knapp verpasst hier. Abschluss von Silas Burke. Er auch der Top-Torschütze der Osnabrücker in der Landesliga mit 13 Treffern. Vier Sekunden Regel gepfiffen. Und der Treffer zum 2:2 für Mainz 05. Justin Wittmann. Die 3:1 Führung wurde der SV Mainz 05. Torschütze der Kreuz Nummer 10. Er kann ein. Ebenso zeigen jetzt 3:1 sagt. Gerade wer da geschlafen hat, entweder ich, tiefsten Schlaf, oder ob bei der Ergebnisanzeige vorhin Fehler gemacht wurde. Ja, auch die Live-Picker, das wird jetzt gerade recherchiert. So, natürlich, da lag der Fehler ganz nah bei mir. Wir der Hammer, die letzte Spielminute des Spiels, wird präsentiert von Hammer, Ihr Vertrag für Hammerstattung mit günstigen Mietgebühren. Mainz 05 führt also mit 3:1. Alles gut, alles korrekt. Hier ist Abschlussversuch für die Mainzer.
späten Sekunden vor Ende der Partie, die nicht hochklassig war. Das war jetzt nichts, was uns hier aus den Stühlen gehauen hat. Sie haben es vielleicht auch gemerkt, ich war auch etwas ruhiger unterwegs, einfach weil das Spiel jetzt nicht bombastisch viel hergegeben hat. Also, ich möchte nochmal ein besseres Ergebnis erzielen, gibt also nochmal Gas hier. Und das war nochmal ein wunderschönes Tor. Tom Bobenschulte. Schön nach oben rechts gelegt, den Ball. Der lange Ball im Aus. 5 Sekunden auf der Uhr. 3:2. Gibt es nochmal den Last-Second-Treffer hier? Ja, auch der Ball im Aus. 2 Sekunden auf der Uhr. Das war's. Mainz 5 gewinnt gegen den VfL Osnabrück mit 3:2. Weiter geht es gleich mit Wolfsburg gegen Nürnberg.